Ja gut, das war von Anfang an klar, dass da eine große Gruppe ist, weil das Profil wirklich nicht selektiv war. Und da musste man einfach ruhig bleiben. Ja, manchmal lagen die Nerven auch ein bisschen blank, weil ja, da war halt ständig ein Gestecke im Feld. Wenn dann 40 Mann auf einem Haufen rumfahren im Gelände, kann man sich vorstellen, dass da nicht wirklich viel Platz ist auf dem Trail. Und dann warst du mal hinten eingebaut und musst wieder Löcher zufahren. Ja, und dann irgendwann mal bei Kilometer 50 habe ich dann gedacht, okay, jetzt muss ich mal ein bisschen nach vorne fahren, meinen Rhythmus fahren. Und ja, du merkst dann auch, gerade die jungen Fahrer, die können natürlich am Anfang unheimlich stark mitfahren, aber dann hinten raus fehlt denen doch so die Lebenserfahrung, die Lebenskilometer. Ja, da muss man dann schon die Nerven bewahren und sagen, okay, ruhig bleiben, Kräfte sparen und dann zum Schluss alles.